Im Theologenseminar kam dieser Fall nicht vor, doch fand er einen guten Weg heraus aus der Misere. Er meint, dass solche Tätigkeit ein Umverteilen wäre. Auch wüsst er, dass manch reicher Mensch so gern barmherzig sei, doch sei dann auf dem Terminplan kein Datum dafür frei. Wenn also nun der Käsebier beim reichen Mann absahnt, hilft er dem zeitgestressten Mensch, auch wenn er das nicht ahnt. Wie hoch war denn heute dein Überbrückungskredit? So hoch, dass ich dir dieses dicke Bündel, deine vereinbarten 10% Anteil für die Bedürftigen hier im Grunde, in deine Kollekte stopfe. Ja, mein Grunde. Hier im Grunde wird der Reichtum sozialverträglich umverteilt. Da kriegen die etwas, die es wirklich brauchen. Ja. So wechseln nun die beiden Herren Geld und Gedanken gut. Wir hoffen, dieses Umverteilen geht noch recht lange gut. Eieiei, eieiei, wir hoffen, dieses Umverteilen geht noch recht lange gut. Komm, setz die Brille auf. Wir steigen ein in die Geschichte. Wir steigen ein ins 15. Jahrhundert. In Rheinstedt unterm Schönberg, da steht ein steinern Haus. Da stehen die Pforten offen, die Herren, die zogen aus. Sie hofften auf manch Golden und auf des Herzogs Wort. Und jetzt kommt ihr, bricht gewaltige Rechnungen gegen den alten Wilhelm in Stellung, wollt ihm 12.000 Gulden aus den totgeweihten Rippen schneiden. 12.993 Gulden, gnädiger, gnädigster Herr, es ist alles nach Laut der Briefe und Verträge von euch gesiegelt und mit eurer guten Unterschrift versehen. Die Hügel Wasser fließen, die Rasen schnell zu Tal. Die einst so herrlichen Weinberge, mir blutet das Herz. Die jungen Früchte abgefetzt, die Blätter von den Haaren geschlossen, ganz zerschlagen. Da werden die Fässer in den Kellern ganz hohl und hölzern klingen. Ach, wir gehen mehr aufs Bier seit 4, 5 Jahren. Der Wein gerät nur noch in jedem dritten Jahr. Und mit Hopfen sieht's besser aus, der wächst fast jährlich gut heran. Da brauen wir immer öfter Bier, im Brauhaus herrscht seitdem ein lustig Treiben. Wird es stückweise festgepresst zu Dukaten, welche Heinrich in ein Körbchen hüpfen lässt. Wie blitzen seine Augen und ein Schrei entfährt der Brust. Anaos, du wirst die meine. Heißer, wie steigt da die Lust? Weißen Zähnen, harten Bisse, hält kein Kupferstück lang stand. Unversehens bricht die Farbe aus des falschen Münzers Hand. Pfui, du Golddukatenschwindler, zischt sie wütend und sie fragt, was der Leuchtenburger Amtmann wohl zu solcher Währung sagt. Der Falschmünzer von Bina, der hat es vorne gemacht. Das ist geschöpfte Währung, ein Feuerwerk an Pacht. Hey, 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 pass mal ein bisschen auf hier. Also. Oh, Himmels Willen. Was geht's denn? Wo soll er hin, der Stein? Oh, wie schwer der ist. Der ist ja fast so schwer wie mein Hunger. Hunger hast du, Tierhirte, hast du dich nicht an unserer schönen, grünen, hügeligen Landschaft richtig satt gesehen? Der Stein gehört nicht hierhin. Hier ist doch nicht die Kante. Waldesluft statt Diesel, schwer war jeder Wanderschuh.